Also, ich glaube, die Zeit ist etwas fortgeschritten. Ich glaube, wir müssten langsam zum Ende kommen. Gibt es von Ihrer Seite noch eine Frage, die Sie unbedingt loswerden wollen? Wenn das nicht der Fall ist, dann... Aber eins muss ich noch sagen. Man kann das nicht so im Raum stehen lassen. Dann muss ich die Kunst eingrenzen. Ich mache ein kleines Plädoyer. Das ist bildende Kunst und das andere ist, sage ich mal, ehrenamtliche Kunst. Wenn ich das mal so ganz profan sage. Ein Chor kann nicht mit Visionen arbeiten. Der braucht Noten, der braucht Texte, der muss ja unbedingt. Sie sind in der glücklichen Lage, Sie können von einem Stück also, was machen. Also wenn ich teure Farben kriege, ja, mit denen ich meine Bilder noch besser machen kann, dann sage ich doch nicht nein, dann sage ich, ich will das nicht. Also, aber ich sage, das ist doch nicht der Kern der Sache, das ist das schmückende Beiwerk, das ist doch nicht der Kern. Wenn ich mit teuren Farben nicht malen kann, dann kann ich auch mit billigen Farben nicht malen. Ist so. Ich habe angefangen mit einem Farbkasten für 20 Pfennig. Das war nicht teuer. Aber trotzdem sind die Bilder, die ich damals gemalt habe, mir lieber als das, was ich vielleicht später in meinem Studium gemalt habe, mit ganz teuren Formen. Also, ich bin kein anerkannter Künstler. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das ist, als Künstler erfolgreich zu sein, weil ich nicht erfolgreich bin. Und wahrscheinlich vielleicht auch nie erfolgreich sein werde. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht entscheiden. Es entscheiden ganz andere Leute, ob das, was ich mache, Kunst ist oder nicht. Es entscheidet nicht der Künstler selber. Der Künstler weiß es überhaupt nicht. Der macht einfach etwas. Und wenn es Beifall klatscht, ist es schön. Und wenn Tomaten fliegen, dann ist es halt so. Aber da kann man nicht sagen, wenn ich alle Welt O und Ach schreibe, dann mache ich nichts mehr. Dann ist das vielleicht auch ganz übrig. Es geht hier um das Ehrenamt. Der Ehrenamtliche möchte das Geld ja nicht für sich haben. Er möchte ja das nicht für sich haben. Er braucht das ja, um den Chor, den Fußballverein, Sportverein weiter auf dem Level zu halten, wie es im Moment steht, wenn das möglich ist. Natürlich wollen wir nach unten. Das ist also die Forderung. Es geht um die materielle Grundlage unserer Arbeit. Um den Verein zu erhalten. Nicht, dass der sich jetzt mal wegen 500 Euro in die Tasche steckt. Dabei meinen Sie, wenn ich möchte, mal alle fragen, die heute ehrenamtlich sitzen, wie viel Sie Geld aus Ihrer eigenen Tasche schon in den Verein gesteckt haben. Oh, kannst du halt erzählen. Ja, richtig. Da wären wir heute Millionäre, da braucht man nicht alles vor. Meine Frau drüben zu mir sagt, such dir mal, die wollte Geld verdienen, für die wollte das nicht stecken. Das ist gut. Weil ich habe runter. Ja, ist genau, das reicht doch. Ist es bloß eigentlich eine Anmerkung an ihn jetzt? Eine Anmerkung? Ja, eine Anmerkung. Sie sagten, der Kern der Sache, der Kunst, Ihrer Kunst nämlich, sind doch meines Erachtens Sie selber, sonst gibt es Ihre Kunst nicht. Sie könnten sie uns nicht darbieten. Und Sie selber, um die Kunst machen zu können, müssen erstmal leben. Also, ich werde sehr oft mit dieser Frage konfrontiert. Das ist meistens die erste Frage. Sie sind Künstler, wovon leben Sie denn? Wenn ich mir diese Frage stelle, dann wäre ich kein Künstler. Weil, dann müsste ich zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, Kunst zu machen ist nicht wirtschaftlich. Soll ich hier mal aufschreiben, wie viel ich schon für Material ausgegeben habe? Und wie viele, ja gut, aber wenn Sie von Kunst existieren wollen, dann machen Sie keine Kunst. Machen Sie es nicht. Ja, es ist nicht wirtschaftlich, wirklich. Weil wenn ich einfach... Wirtschaftlich wäre es, wenn ich da draußen Gewinn mache. Aber Sie müssen überhaupt da sein. Das ist gut, ich sitze hier, ich bin noch nicht verhungert. Ja. Also, ja. Gut. Das macht Mut für die Zukunft. Es war ja heute, ich denke mal, eine erste Veranstaltung, die einfach auch das Ziel hatte, alle diejenigen, die in der Region Bernburg kulturell aktiv sind, einfach mal zusammenzubringen. Ich glaube, wir können feststellen, es gibt überall ähnliche Probleme. Ich habe festgestellt, dass es in manchen Bereichen manchmal auch schon ein Stück weit an Kommunikation fehlt, an Defiziten, was Informationen betrifft, dass also viele Sachen, wo das Land in den letzten Jahren wirklich was getan hat, dass das gar nicht bis zu dem einzelnen Verein ankommt. Dann müssen wir, glaube ich, gemeinsam überlegen, weil das ist auch immer ein zweiseitiger Prozess. Wir tun wirklich viel, um zu informieren, auch gerade in Zusammenarbeit mit Presse. Aber
wir schaffen es auch nicht immer, wirklich jeden Einzelnen damit zu erreichen. Und deshalb muss man vielleicht auch auf Landesseite nochmal überlegen, gemeinsam mit Ihnen, wie es gelingt, dass man beide Seiten zusammenbringt und einfach die Informationsmöglichkeiten auch ausnutzt, die da sind. Sicherlich, es geht immer wieder ums Geld. Ich würde mir manchmal auch wünschen, dass man manche Dinge, die vielleicht auch ohne Geld machbar sind, einfach erstmal beginnt, ohne am Anfang zunächst mal die Frage zu stellen, wir wollen jetzt hier einen Verein gründen, wo kriegt man jetzt das Geld? Ich weiß, dass es auch viele kleine Vereine gibt, die erstmal losgelegt haben, ohne sich da großen Gedanken drüber gemacht haben, wo die Dinge denn gewachsen sind. Und das, was an Unterstützung möglich ist, das wird ja durch die Kommunen gemacht. Und manchmal gibt es auch beim Land noch Fördermittel, wo man es vielleicht gar nicht vermutet. Also es lohnt sich in jedem Fall, auch beim Kultusministerium nochmal nachzufragen. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Wir haben für die unterschiedlichsten Bereiche auch Landesverbände, die vielleicht auch mal unterstützen und sagen, ich kenne da jemanden, ich rufe da mal an. Also ich glaube, diese Vernetzung ist ganz wichtig. Und vielleicht kann man ja auch sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl, was die Kultur hier vor Ort betrifft, dadurch erreichen, dass man versucht, das auch visuell deutlich zu machen, vielleicht auf einer Internetplattform, wo alle die Möglichkeit haben, sich einfach mal vorzustellen, wo dann Ansprechpartner vielleicht nicht nur mit Telefonnummer, sondern eben auch mit Fotos sichtbar sind. Ich weiß, dass es in einzelnen Kommunen solche Flyer gibt, die überall da sind, also auch bei den jeweiligen Verwaltungsbehörden. Und wenn ich mich an die Diskussion erinnere zu den Bildungsgutscheinen, die dann als Bildungspaket beschlossen worden sind, wo ja auch immer wieder die Vorstellung dahinter steht, Teilhabe an Kultur erfordert bestimmte finanzielle Grundlagen. Man muss vielleicht einen Vereinsbeitrag bezahlen. Und deshalb wäre es vielleicht auch sinnvoll, genau dahin zu gehen, wo diejenigen, die sich das Bildungspaket abholen sind, um ihnen einfach auch zu zeigen, wo wirklich für wenig Geld viel geboten wird. Denn gerade auch was die schulischen Angebote betrifft, das kostet ja in der Regel kein Geld. Wo man also sich aktiv betätigen kann, wo man auch dieses Teilhaberecht verwirklichen kann, ohne dass man da erstmal viel an Geld auf den Tisch legen muss. Ich kann nur anbieten, dass wir diese Diskussion fortsetzen, dass wir vielleicht noch mehr Aktive hier zusammenbekommen. Und das wir noch eine Anmerkung. Ja. Und das eine letzte. Also eine Anmerkung zu der Anmerkung, Frau. Machen wir das nächste Gespräch in Kümmerung. Ja, nur ein Satz, ja. Also sie sagte, das Wesen von der Kunst wäre ich selbst. Ganz klar, nein. Nein, nein, ganz klar, nein. Das sind genau die Klischees, gegen die ich heute versucht habe, den Vortrag zu machen. Ganz klar, nein. Es geht nicht um das Ego oder um die Person oder um sonst was des Künstlers. Warum nicht damit gemeint? Sie verstehen das nämlich nicht. Ich bin nicht der Kern der Kultur. Ja, aber ohne Sie gäbe es doch Ihre Kultur. Ohne mich gibt es Kultur. Leute angreifen. Ohne mich gibt es Kultur. Also die Person des Künstlers ist völlig unwesentlich. Die Kultur ist eine große Sache, die völlig unabhängig ist. Person gibt. Ist nicht unwesentlich. Ich habe gesagt es vorhin. Es muss eine Person da sein. Ja, wenn es keine Menschen gibt, dann gibt es auch keine. So ist es. Ja, aber du willst jemand anders machen. Aber das ist ein schöner Schlusssatz. Ja. Die Kultur so lebt von den Menschen, vor allem denjenigen. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht in meinem Vortrag mit den Gärtnern. Ja. Die Kultur ist ein Garten und der Künstler ist ein Gärtner. Ja. Und wenn der Gärtner seine Arbeit nicht gut macht, dann kommt der Nächste. Ja. Solange es noch einen gibt. Und der Garten kann besonders gut gedeihen, wenn es viele Gärtner gibt, die die Pflanzen hegen und pflegen, dass sie möglichst prächtig gedeihen. Und insoweit ist das ja eine schöne Vorstellung für die weitere Entwicklung der Kultur hier in der Region. Wie gesagt, wir laden Sie gern wieder ein, wieder herzukommen, gemeinsam mit uns vielleicht auch mal was ganz Konkretes, ein Projekt oder ein Konzept zu entwickeln. Das können wir nicht irgendwo an einem Schreibtisch vorgeben, sondern Kultur lebt von denjenigen, die sie machen. Und in dem Sinne bedanke ich mich, dass Sie heute hergekommen sind, dass Sie mit uns diskutiert haben. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg in dem Bereich, wo Sie aktiv sind. Und wenn Sie ein Problem haben, dann melden Sie sich einfach und vielleicht kriegen wir ja gemeinsam eine Lösung. Das hab ich ständig griffbereit. Meine Uhr läuft langsam ab, es ist an der Zeit.
Fallen steckt mehr Tod in mir als Leben und macht sich nach und nach in meinen Fetschpolstern breit. Meine Uhr läuft langsam ab, denn es ist an der Zeit. Meine Nase wird schwach, wie lang kann ich jetzt noch halten? Ein Rauschschleier auf dem Dach, unter jede Menge Falten. Meine Hose wird länger, doch was drinsteckt, wird zu weit. Meine Uhr läuft langsam ab, denn es ist an der Zeit. Ja. Das für die Kultur, kaufen Sie eine